Willkommen zur mittlerweile 77. Late-Nerd-Show und diesmal wieder hier gemütlich aus Steffs Spielzimmer, wo uns die Katzen umkreisen, denn die Con-Saison ist endgültig vorbei für dieses Jahr und so können wir uns endlich mal wieder ein bisschen gemütlicher im Warmen aufhalten und auch gemütlichere Sachen machen, wie zum Beispiel haufenweise Let's Plays. Wir haben ja schon ein bisschen was aufgebaut. Was ist denn der Gedanke dahinter? Was arbeiten wir derzeit durch? Ja, im Moment haben wir uns jetzt nach Imperial Assault den Dungeon-Crawlern zugewandt und werden da einige uns vornehmen. Hero Quest, um ein Retro-Spiel zu nennen, oder eben Super Dungeon Explorer werden wir näher beleuchten. Ja, und ansonsten hoffe ich ja, dass wir auch auf dem Pen-Paper-Sektor wieder was machen. Gerade unsere Myranor-Runde sollte ja mal fortgeführt werden. Ich will auch wissen, wie es weitergeht. Und was man ansonsten auch des Winters sehr gut machen kann, finde ich, weil man ohnehin schon künstliches Licht dafür braucht, ist das Miniaturen bemalen. Genau. Das hier ist eins von deinen kleinen Monstern. Was hast du denn da gemacht? Das ist ein Monster aus Hordes, das ja, ein kleines Tabletop-Spiel ist. Klein im Sinne, als dass man wenig Figuren auf dem Feld hat. Richtig. Und dass ja auch wild mit War Machine gegeneinander gespielt werden kann, dass ja beides in derselben Spielwelt stattfindet und auch mit den Regeln soweit übereinstimmt, dass man das ohne Probleme mixen kann. Genau, und da werden wir uns auch mal demnächst umtun, was wir da mit den Spielen von Privateer Press alles anstellen können und mit kleinen Monsterchen. Ja, das ist so das, was alles noch jetzt ansteht für uns über die Feiertage und ins neue Jahr hinein, bis man sich wieder raustrauen kann. Und für euch haben wir jetzt auch noch etwas, das wir vorstellen können, nämlich ein Solo-Abenteuer. Jetzt, der Uhrwerk Verlag bringt nämlich jetzt nochmal was raus für alle Leute, deren Spielrunde über Weihnachten und die Feiertage heimfährt und nicht mehr zu bekommen ist für eine weitere Sitzung. Es ist aber alles andere als weihnachtlich. Man spielt einen Helden, der sich beweisen muss, als Tyrannen, als Stadtherrscher, indem man klassische Heldentaten unternimmt. Und naja, als Rezensent freut man sich halt schon immer, wenn man so ein Solo-Abenteuer in die Hand gedrückt bekommt, weil das macht ja schon Spaß. Aber wir haben es natürlich nicht nur normal gespielt, sondern wir haben es halt möglichst auseinandergenommen. Und darum geht's. Der Held ist bereits vor Beginn des Abenteuers durch einen Orakelspruch zum Lokalherrscher in Demelion aufgestiegen. Diese Region ist nicht Teil des Imperiums, sondern wird von einzelnen Stadtstaaten geprägt. So wie sie hier geschildert wird, ist die 1:1 das antike Griechenland. Die Herrschaft währt nur ein paar Abschnitte, dann wird der Held zum Opfer einer Intrige und muss sich nach einem mittelkurzen Dungeon-Crawl durch die Kerker überlegen, wie er seinen Thron zurückerobert. Die Antwort ist, indem er 7 große Heldentaten begeht, wie einst der legendäre Held Herkules, Heradings. Diese Taten sind dann auch alle altbekannt. Wir wollen hier nicht spoilern, aber wer sich ein wenig mit der griechischen Sagenwelt auskennt, erkennt eigentlich so ziemlich jede Begebenheit und jede Meisterperson wieder, die hier fast 1:1 mit leicht abgewandelten Namen auftaucht. Ob man das mag, ist Geschmackssache, aber der sehr ironische Schreibstil hilft dabei und ist generell sehr angenehm. Mein großer Kritikpunkt: Das Abenteuer richtet sich an einen eigenen Helden des Spielers, meint aber, wenn dieser kein männlicher, nicht magischer Mensch sei, solle man einige Aspekte einfach ignorieren. Auch wird in den Texten vorausgesetzt, dass der Spielcharakter ein relativ tumber, egoistischer, grausamer, Kotzbrocken ist, was zum Unterhaltungswert beiträgt, aber mit Sicherheit nicht zum Bild der meisten Spieler ihres eigenen Helden passt. Strukturell hat mich das Abenteuer überrascht. 90 Seiten sind ein echter Klopper für ein Solo, darauf verteilen sich aber nur 400 Abschnitte. Somit ist das Abenteuer teilweise sehr, sehr schwafelig, gerade am Anfang, holt aber spätestens ab dem Mittelteil einiges aus den Abschnitten heraus. Die Heldentaten sind nonlinear aufgebaut und es kommt eigentlich fast immer mehr auf die Kombinationsgabe an als auf Würfelglück. Die Orte der Heldentaten können besucht werden, ohne dass etwas getan wird. Der Spieler kann zurückkehren, wenn er glaubt, passende Ausrüstung gefunden zu haben oder genug Geld, um bestimmte NSCs zu bestechen. Gefundener Kram kann in einem Lager zu Geld gemacht werden und an fast jeder Wegstation gibt es Gegenstände zu sammeln, die an anderen Orten auf verschiedene Weise eingesetzt werden können. So gibt es für fast jede Heldentat auch mehrere Lösungen. Sehr vorbildlich gemacht und sehr motivierend zu spielen. Gegen Ende wird es dann wieder ein wenig linearer und ein klein wenig wirrer, das Finale ist dann recht vorhersehbar. Größere Programmierfehler habe ich keinen entdeckt, nur 2 kleine, die aber keinen Link kaputt gemacht haben und den Spielfluss so auch kaum gestört haben. An dieser Stelle muss ich wieder auf unser eigenes Myranor Solo hinweisen, das leider im Gegensatz dazu kaputte Links enthält. Errata gibt's auf unserer Webseite.
Insgesamt gibt es also eine Empfehlung für alle, die nicht so großen Wert darauf legen, ihren eigenen Charakter in einem Solo-Abenteuer zu spielen und dies auch mögen, wenn man mit einer gewissen Ironie an die Sache herangeht. Und es gibt eine ganze Reihe feiner kleiner Spitzen gegen die Szene. Ich lese einmal ganz kurz ein Zitat vor. Stattdessen werden sie einfach Heldengeschichten über sich in Auftrag geben lassen, denn Schreiberlinge mit einem Hang zum Fantastischen gibt es wie Sand am Meer und diese Burschen sind willfährig und billig zu haben. So viel dazu. Da es vom Uhrwerk Verlag ist, gibt es von uns keine richtige Punktewertung. Da sind wir einfach zu befangen. Ansonsten wollen wir euch noch eine Spielhilfe vorstellen, im Sinne von wirklich etwas, was einem beim praktischen Aspekt des Spielens helfen soll. Das Gamerboard. Das ist im Grunde, Steff, darf ich dir das Mikrofon reichen und jetzt ein bisschen hantieren. Das ist im Grunde ein stabiler Alu-Bilderrahmen, den man auch aufschnappen und austauschen kann. Und dann hinten reingebaut ein Whiteboard. Dann gibt es hier noch so Filzrahmen, damit man seinen Tisch nicht zerkratzt. Ich glaube, das ist bei deinem Basteltisch hier ein bisschen spät. Ja. Und dann kann man das Ganze halt auswechseln. Man kann logischerweise auf dem Whiteboard direkt schreiben, wenn man das will, aber es wird auch eine Reihe von Folien mitgeliefert, auf denen man ebenfalls mit Whiteboard-Markern dann malen und auch alles wieder entfernen kann. Der Gedanke dahinter ist natürlich, dass man beliebig auch seinen eigenen Dungeon frei handzeichnen kann und dabei dann eine solche Folie nutzen. Ich habe immer ein bisschen Angst hier vor den Rändern, die schnappen doch ziemlich arg zu. Und wir haben jetzt zum Beispiel einfach mal spontan einen Amalion-Plan, ist das, oder? Ja, genau, das ist der alte Amalion-Plan. Haben wir einfach mal gefaltet und reingepackt, dann passt das ganz gut und jetzt könnte man halt zum Beispiel ansagen, ja, und dann können wir bestimmen, dass hier ist schwieriges Terrain, übers Wasser kommt man nicht drüber. Und spielen kann man dann, sind mit dabei, diese kleinen Figürchen, sieht aus wie Mensch, ärgere dich nicht, haben aber als Ergänzung noch einen kleinen Magneten drin. Das heißt, die haften auf dem Whiteboard, was da drin ist, weil das auch magnetisch ist. Gibt verschiedene. Das ist jetzt vielleicht nicht das Ästhetischste überhaupt, aber es hat natürlich einen großen Vorteil. Auch wenn man irgendwelchen Unsinn mit diesem Spielplan anstellt, die Figuren bleiben da, wo sie sind. Sie sind angeblich auch würfelfest, das wollen wir doch mal testen. Ja, könnte jetzt ein bisschen schwierig, das wäre ein Belastungstest durch den Amalion-Spielplan drunter. Also wir haben es vorhin schon mal ausprobiert und sie sind schon recht standhaft. Den Orangenen hat es erwischt. Und er hat sich dann spontan in den Roten verliebt. Also je mehr man natürlich dazwischen packt, zwischen die Figürchen und das eigentliche Whiteboard, desto schwächer wird dann auch die Wirkung des Ganzen. Die Haftung der Magnet, ja. Ja, man muss schon relativ gezielt treffen. Man richtet nicht so viel Schaden an, als würde man, wie wenn man auf einem normalen Untergrund würfeln würde, sag ich mal. Aber, also insgesamt finde ich diese Idee eigentlich relativ cool, dass das Ganze so schnell auch umgebaut werden kann und dass man halt auch schnell einfach selber was zeichnen kann und ausbessern, ohne dass man irgendwelchen Schaden anrichtet. Aber es gibt ja schon verschiedenste so Unterlagen, Mappen, auf denen man das machen kann, mit verschiedenen Feldern drauf. Aber von denen, die wir jetzt direkt gekriegt haben, ist das die Folie mit den größten Hexfeldern. Da kann man also auch tatsächlich nur mit sowas Kleinem drauf spielen. Würde man jetzt halt vorziehen, zum Beispiel, weil man mit seinen Figürchen auch mal angeben will, mit was Schickerem darauf zu spielen, dann wird das schon schwieriger. Und halt eben auch reine Tabletop-Spiele, die dann Hexfelder brauchen, dafür bräuchte man größere. Wenn man dann größere verwendet, man kann noch zusätzliche Folien und dergleichen kaufen, dann ist wiederum das Gamerboard an sich ein bisschen klein. Also die Idee finde ich, wie gesagt, ziemlich super, aber sie ist halt nicht für jeden Spielstil und für jede Spielrunde auch wirklich geeignet. Wie gesagt, wenn man andere Miniaturen verwenden will, dann ist man ein bisschen aufgeschmissen. Wenn man wirklich große Pläne will, ist das auch nicht so gut. Wofür es sich, glaube ich, hervorragend eignet, ist zum Beispiel so eine Casual-Runde Dungeon Slayer, wo man einfach schnell für irgendwie kleine Marker sich was draufwirft. Oder was sagst du? Ja, oder halt mal bei einer Pen-Paper-Runde eine Situation darstellen, da reicht das allemal und ist auch eine super Lösung. Was ich halt tatsächlich ziemlich gut finde, ist, dass man es sehr unterschiedlich auch nutzen kann. Das heißt, man kann es ja einfach, mit ein bisschen Kraft hier einfach aufstemmen und dann die Sachen rausnehmen. Dann ist es tatsächlich ein ganz normales Whiteboard, was weiß ich. Ob man es als normales Whiteboard verwendet oder man kann auch hier drauf dann Sachen zeichnen, wenn man zum Beispiel einfach nur eine Überlandkarte haben will und dann sagt hier Stadt, Straße, sowas in der Art. Und halt natürlich alles Whiteboard-mäßig wieder auswischbar. Und dann kann man aber auch nur mit einer von den Folien arbeiten, ohne dass man einen Untergrund drunter hat. Und dann den Kaffee-Dungeon zeichnen in diesem Fall.
und dann den Leuten halt hier schrittweise da durchführen. Wie gesagt, markieren muss man dann mit etwas relativ Kleinem oder man braucht noch die größere Folie, was es dann aber auch alles wieder einschränkt. Und dann gibt es natürlich zuletzt die Möglichkeit, sich einen schon fertigen, hübschen Bodenplan, irgendwas in der Form zu suchen. Und dann kann man mit den Folien sehr einfach das Raster drüberlegen, ohne dass man beides erst noch kombinieren und dann nochmal neu ausdrucken muss oder so. Also die Flexibilität ist echt großartig. Es schränkt halt ein bisschen das ein, was man damit spielen kann, durch die Größe des Boards insgesamt und durch die Größe der Raster, die man dafür kriegen kann. Aber ich würde sagen, gerade für so eine schnelle und simple Runde Dungeon Slayers oder etwas Ähnliches ist das ziemlich super. Und gerade also die Kombinierbarkeit, man kann zum Beispiel anfangen mit der Überlandkarte, dann schmeißt man den Plan drauf, auf dem man irgendwas begegnet, macht die Zufallsbegegnung, fertig. Ja. Ein weiterer Punkt, wo man vielleicht was mit anfangen könnte, eine Stadtkarte dahinter oder eine richtige Fantasy-Landkarte, wo man dann zum Beispiel den Fortschritt der Heldengruppe irgendwie festhalten, auch längerfristig. Also von daher... Genau, man könnte auch ganz klassisch da eine Landkarte jetzt drunter legen, eine größere, und dann kann man Hexfelder erkunden und halt sich Zufallsbegegnungen auswürfen oder sowas. Reisewege eintragen. Also dafür ist es geeignet. Wer aber seine schönen großen Miniaturen benutzen will, das funktioniert nicht so gut. Und insgesamt ist die Größe halt ein bisschen eingeschränkt. Das heißt, gigantische Dungeons, da muss man dann halt viel schieben oder auswischen und neu malen. Aber wie gesagt, insgesamt finde ich die Idee ziemlich super. Man muss nur ein bisschen im Kopf behalten, was man damit machen kann. Und man sollte die Finger nicht unter den Rand bekommen. Ich glaube, sehr viel mehr braucht man dazu nicht sagen. Das erklärt sich auch sonst noch alles von selber. Würdest du es denn dir holen? Ist es für dich eine sinnige Bereicherung? Also für mein Tabletop-Hobby würde ich es mir nicht holen, da eben die Spielfläche zu klein ist und was du schon sagtest. Aber ich denke, für meine Pen-Paper-Runde ist es eine durchaus sinnige Erweiterung. Eben um kurz mal eine Gegebenheit im Kampf oder sowas darzustellen, ist es schon top. Also ich würde es mir schon zulegen. Gut, dann sehen wir das Gamerboard dann demnächst auch vielleicht noch in unseren Let's Plays, wenn wir wieder zu Pen-and-Paper-Rollenspiel übergehen. Aber in nächster Zeit seht ihr uns vor allen Dingen hier mit Dungeon Crawlern und deswegen sage ich auch bis zum nächsten Mal, wenn wir uns ins Underdark oder in andere finstere Verliese trauen. Tschüss und bis dann. Tschüss.